ein bisschen. Ja, ich schaue mal noch, ob die vielleicht kommen. Ja, Ja. gerade. Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Referenten und Referentinnen. Herzlich willkommen zu unserem letzten Tagungstag. Wir hatten in den letzten beiden Tagen wirklich sehr, sehr tolles Programm. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt einen Vortrag haben werden, der sich im weitesten Sinne mit dem Thema Erinnerung beschäftigen wird. Finde ich auch insofern ganz toll, als er im Grunde an unsere gestrige Podiumsdiskussion auch andocken wird. Den Vortrag wird Dr. Joanna Bednarska-Koczorek von der Universität Łódź halten, mit dem Titel Danzig, Gdańsk als Erinnerungsort in der deutschen und polnischen Gegenwartsprosa. Frau Dr. Bednarska-Koczorek ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Germanistik der Universität Łódź. Sie hat Germanistik in Łódź, in Passau und in Berlin studiert und 2014 eine Promotion mit dem Titel Danzig, Gdańsk als Erinnerungsort im Werk von Günter Grass, Stefan Kwin und Paweł Wille ja, abgeschlossen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir da quasi an die Diskussion von gestern vielleicht noch etwas andocken können und vielleicht auch ja, eine ganz andere Sicht jetzt vielleicht sogar erhalten, als was Professor Queen gestern gesagt hat. Also ich denke, wir sind alle ganz gespannt. Sehr geehrte Damen und Herren, oh, ist das richtig so, oder? Vielleicht ein Stück höher. Okay. Sehr gut. Geehrte Damen und Herren, ich möchte mich herzlich bedanken, dass ich hier sprechen darf. Und ich zu leise. Ah, okay. Ich versuche lauter zu sprechen einfach. Ja? Jetzt ist besser? Ich spreche über Danzig, Gdańsk und leider nicht über Karl Decius. Aber Danzig oder Gdańsk, auf Deutsch Danzig, auf Polnisch Gdańsk, ist ein wichtiger Begegnungsort Polen und Deutschen. Und außerdem konnten wir gestern Herr Professor Stefan Kwin auch hören und zu seinen Werken werde ich heute auch ein bisschen sagen und erzählen. Also Danzig war immer also ein hybrider Ort und Schauplatz der Auseinandersetzungen und Konflikte, aber zugleich auch Quelle einer reichen Kulturmischung und sprachlich-kultureller Heterogenität. Und hier trafen sich tatsächlich Leute unterschiedlicher Herkunft, vor allem Deutsche, weil die meisten der Bevölkerung deutscher Herkunft war. Polen, auch Kaschuben, das heißt Autochtonen in Danzig zuerst, auch jetzt in Gdansk. Aber es gab hier auch andere Minderheiten, also Juden, Russen, Mennoniten, also Holländer. Und das können wir alles in Werken der drei Schriftsteller finden, über die ich heute erzähle. Das sind Günter Grass selbstverständlich, Stefan Kwin und Paweł Wille. Ich beginne mit Günter Grass, geboren 1927 in der freien Stadt Danzig. Und er leitete mit seiner Danziger Trilogie die Entstehung der literarischen Stadt Danzig. 1944 musste er die Stadt verlassen als 17-Jähriger. Und er bezeichnete diesen Verlust der Heimat als Voraussetzung für Literatur. Er hat geschrieben, Schreiben aus dem Bewusstsein eines Verlustes heraus mit einer Verlustmentalität. Das ist für mich sehr wichtig. Also einerseits fühlte sich Grass, worüber er später schrieb, wurzellos, aber andererseits war er nicht mehr ortsgebunden, konnte sich irgendwie frei erinnern. Ein Zitat: Zudem hat der Verlust der Heimat mich frei gemacht für Bindungen anderer Art, der allem Heimatlichen eingeborene Zwang, sesshaft sein zu müssen, ist aufgehoben.
diese Erinnerung an sein Langfur, weil er in Langfur geboren und groß gewachsen ist, Langfur auf Polnisch Brzeszcz heute, dieser Ort wurde zum Zentralort seiner Texte, aber und diese Stadt wurde tatsächlich zum Schauplatz in meisten der Texte, also in der Danziger Trilogie zuerst, im Boot, in Unkenrufen, im Krebsgang und in seiner Autobiografie beim Häuten der Zwiebel, aber auch in vielen Gedichten und in Reden, in Aufsätzen. Und was wichtig ist, er beschreibt die Stadt vor dem Krieg, während des Krieges und auch nach dem Krieg. Also er beschreibt auch das polnische Gdańsk, nicht nur Danzig, sondern auch Gdańsk. Zugleich sagt er immer, dass Deutsche vor diesem Verlust der ehemaligen deutschen Ostgebiete verantwortlich waren. Er sagt, wir haben einen Krieg begonnen, verbrecherisch geführt und verloren. Der Preis dafür ist der Verlust von Provinzen, sind Menschen, die ihre Heimat verloren haben. Und berücksichtigt dabei auch die Perspektive der Polen. Die Zitat, die nach dem Verlust der polnischen Ostprovinzen an die Sowjetunion Wilna und Lemberg verlassen mussten und in Danzig und Breslau angesiedelt wurden. Grass schrieb seinen ersten Roman gegen das Schweigen, zu dem die Nachkriegsliteratur tendierte, und sah sich irgendwie selbst abhängig stehen in der Geschichte. Das alles, was ich jetzt erzähle, wurde dann ein bisschen problematisch, als er dieses Geständnis gemacht hat, dass er auch in der SS war, aber darüber hat gestern auch Herr Professor Finn kurz gesprochen. Aber trotzdem, also er tendierte immer dazu, gegen das Schweigen zu schreiben. 1958 machte Grass seine erste Reise nach dem Krieg nach Gdańsk, um dort vor Ort zu recherchieren und seinen ersten Roman zu Ende zu schreiben. Das war natürlich Die Blechtrommel. Und darüber schrieb Grass: In Gdańsk suchte ich Danzig. In Gdańsk schritt ich Danziger Schulwege ab, sprach ich auf Friedhöfen mit einheimelnden Grabsteinen, saß ich im Lesesaal der Stadtbibliothek und durchblätterte Jahrgänge des Danziger Vorposten, roch ich Motlau und Radaune. In Gdańsk war ich fremd und fand dennoch in Bruchstücken alles wieder. Badeanstalten, Waldwege, Backsteingotik und jene Mietkaserne im Labesweg zwischen Max-Halbe Platz und neuem Markt. Grass wurde, wie gesagt, in Langfur geboren und ist dort groß gewachsen. Aber dort wurden auch seine Protagonisten geboren und groß gewachsen, also zum Beispiel Oskar Macerat-Pilens, Tula Pokrywka, Alexander Reschke. Und nach Jahren reisen sie alle in die Stadt zurück und suchen nach der eigenen Identität. Tula beispielsweise besucht die Altstadt und ihr Elternhaus in der Elsenstraße 19 und die Badeanstalt in Brösen. Durch diese Verortung entsteht tatsächlich so ein Eindruck der Authentizität. Aber, und das ist auch wichtig, also zum einen ist dieser Ort hier ein gemütlicher Kindheitsort. Also zum Beispiel die Ostsee wird beschrieben als schöner Badeort. Aber andererseits ist für die Protagonisten von Grass die Zeit des Dritten Reiches Erfahrungsquelle. Und das ist entscheidend. Und in Katz und Maus zum Beispiel thematisiert Grass durch seine Figur des Erzählers, also durch Pilens, wie schwierig diese Reflexion darüber war, dass die Nationalsozialisten irgendwie Verbrecher waren. Grass sagt dazu, der 17-Jährige erlebt das als den Zusammenbruch der Ideologie, unter der er aufgewachsen ist, ohne dass Nachwirkungen dieser Ideologie aufhören. Sie schaffen ein Vakuum, das vorerst durch nichts aufzufüllen ist. Und das, was
dabei helfen soll, sich vom Trauma zu befreien, ist gerade das Schreiben. Das hilft aber irgendwie nicht. In der Novelle Im Krebsgang, hier möchte ich noch sagen, dass viele Protagonisten von Gras so in dieser Hinsicht pillensähnlich sind. Also sie kehren in die Stadt zurück, sie wollen sich vom Trauma befreien, aber das funktioniert meistens nicht. In der Novelle Im Krebsgang wird Konrad, also der Enkel von Tula Pokrivka, das ganze Leben lang mit Trauma seiner Oma konfrontiert. Und sein Vater dagegen wollte das Thema des Heimatverlustes tabuisieren. Und Konrad wird leider zum Neonazi und er tötet einen Jungen, der sich als Jude vorstellt. Er ist kein Jude, aber er möchte Jude sein, sozusagen. Und dieses Buch hat eine pessimistische Aussage somit, endet mit den Worten, das hört nie auf, nie hört das auf. Und das ist tatsächlich so, dass in diesem Buch gezeigt wird, dass das Schweigen über diese peinlichen Ereignisse und so ein unbehandeltes Trauma zur Entstehung von Gewalt führen können. Gras war, wie gesagt, immer gegen dieses Tabuisieren der schwerwiegenden Vergangenheit. Und hier traf er auch polnische Schriftsteller, also Paweł Hülle und Stefan Chwin, den wir gestern hören konnten. Und sie, eigentlich das, was sie mit ihren Werken gemacht haben in den 80er, 90er Jahren, aber auch in den späten 80er Jahren und dann in den 90er, aber teilweise bis heute, ist Dialogisieren mit dem Werk von Günter Grass, aber auch mit der ganzen deutschen Geschichte der Stadt. Und mit der deutschen Kultur. Also sie wollen durch ihre Werke oder wollten mit ihren ersten Werken vor allem auf die Kontinuität der Stadtgeschichte aufmerksam machen, weil es zur Zeit des Kommunismus, wie Sie alle wissen, also die deutsche Geschichte der Stadt irgendwie wurde getilgt. Und was sie gemacht haben, sie haben diese deutsche Spuren halt gezeigt. Paweł Hülle, ich sage jetzt etwas zu Paweł Hülle. Also er wurde 1957 in Gdańsk geboren, 30 Jahre später als Gras, aber auch in Langfur, also in Wrzeszcz diesmal eigentlich. Er ist Autor mehrerer Romane, Weißer Dawidek, Mercedes-Benz, Castorp, und er ist auch Autor der Erzählungen Schnecken, Pfützen, Regen und andere Geschichten, Silberregen. Und ich möchte sagen, dass all diese Texte ins Deutsche übersetzt wurden von Renate Schmidgall, die meisten. Und Renate Schmidgall hat das tatsächlich sehr gut gemacht. Ja, es lohnt sich, diese Bücher auf Deutsch zu lesen. Wichtig ist der erste Roman von Paweł Hülle, also Weißer Dawidek, weil Paweł Hülle seinen ersten Roman so konzipiert hat, dass es eine Antwort auf die Novelle von Günter Grass, Katz und Maus, war. Er hat mehrmals gesagt, dass er Literatur als Dialog zwischen den Büchern versteht und somit knüpft er an das Werk von Borges, die Stadtbibliothek von Babel, an. Und er hier mit seinem Roman Weißer Dawidek zeigt er gerade diese Kontinuität der Geschichte. Und das hat er, wie gesagt, offen gesagt. Das musste man nicht irgendwie erfunden. Er sagte immer, dass es für ihn eine Herausforderung war, dass er in
in der gleichen Stadt wie Graz geboren wurde. Also sein Protagonist, Davidek, ist mutmaßlich ein jüdischer Junge und er verkörpert eigentlich die mysteriöse Vergangenheit der Stadt. Er weiß sehr viel über die Geschichte der Stadt und bringt diese Geschichte den anderen Jungen bei. Also er weiß, wer Schopenhauer war, wer Schichau war. Er erzählt über die Verteidiger der polnischen Post während des Zweiten Weltkrieges. Aber er verschwindet plötzlich und eigentlich verschwindet er so, wie diese deutsche Stadt Danzig. Das ist ziemlich klar, wenn man diesen Roman liest. Und nach Jahren erzählt der Erzähler Pavel über seinen Freund Davidek und zugleich über diese Stadt. Natürlich die kommunistische Realität, in der diese Jungen aufgewachsen sind, war sehr triste und deswegen suchten sie nach der Vielfalt von Kulturen, Sprachen, Nationen. Und sie erfahren zum Beispiel, dass in Danzig nach dem Krieg wenige Deutsche zurückgeblieben sind. Und hier nicht nur in Weiser Davidek, sondern auch in Erzählungen zum Beispiel, aber auch in anderen Romanen, können wir manche Deutsche, die zurückgebliebenen Deutsche, einfach kennenlernen. Das ist zum Beispiel Herr Kosterke oder auch Frau Greta. Und Frau Greta ist so eine Person, also sie ist Klavierspielerin und sie spielt Wagner. Und somit ist sie sozusagen Trägerin der deutschen Kultur. Sie umgibt sich auch mit Gegenständen, die die Vergangenheit repräsentieren. Und jetzt Zitat. Da waren Leuchter aus Silber, Messing, Stöße von dicken Büchern und notenlose Blätter, Figurinen und Döschen aus Porzellan, Glasgefäße, Stoffe für Kleider, Garnrollen, Steine, Blumentöpfe, ein paar Handschuhe, ein Spielzeugreichen, Damenhütte, Tassen mit und ohne Untertassen, Briefbeschwerer aus Lack und Bronze, die kleine Büste eines Mannes, eine silberne Zuckerdose, mehrere Fotografien in Rahmen, schließlich ein Wecker mit großer Glocke, einem Hämmerchen und einem abgebrochenen Zeichen. Zitat Ende. Also wie gesagt, sie spielt Wagner, sie erzählt auch den polnischen Jungen aus der Nachbarschaft von den Vorkriegsfestspielen in der Waldoper. Sie weiß, dass dieses Danzig schon zur Vergangenheit gehört, aber sie identifiziert sich trotzdem mit Danzig, kann sich in Gdańsk nicht zurechtfinden, weil sie mit diesem harten deutschen Akzent spricht. Sie spricht Polnisch, aber nicht so wie die meisten jetzt. Ja, daher ist sie anders. Bei Paweł Hüller ist die Erzählung Silberregen sehr interessant und wichtig. Die drei Protagonisten sind ein in Danzig geborener Deutscher, einem heutigen Weißrussland geborener Pole und der seit dem Kriegsende in Gdańsk und ein Kaschube, der seit immer in Gdańsk wohnt. Entschuldigung. Was sie verbindet, ist ein Danziger Schatz, also den Danzig geprägten goldenen Münzen, die vom Vater des Deutschen zur Zeit der freien Stadt Danzig in einer Kommode versteckt worden waren. Und sie alle wollen diesen Schatz haben eigentlich. Und es kommt zum Streit, aber sie verlieren während des Streits eigentlich in Motlau diesen Schatz. Und eigentlich entsteht zwischen den Männern so eine außergewöhnliche Freundschaft. Und die wird zum wirklichen Schatz sozusagen. Das ist, die Erzählung ist so konzipiert. Also durch diesen Streit entsteht eigentlich die Freundschaft. Diese goldenen Münzen sind auch ein Symbol für das, was in dieser Stadt von der Vergangenheit übrig
geblieben ist, aber heute nicht so wirklich zu sehen ist und nur von Schriftstellern oder von unterschiedlichen Kulturträgern in Form von Mythos erzählt gemacht werden kann. Und jetzt möchte ich noch kurz über Stefan Hvin erzählen. Den haben wir gestern erlebt, persönlich, aber trotzdem sage ich etwas zu seiner Person. Also er wurde 1949 in Gdańsk geboren. Und was wichtig ist, sein Vater ist nach dem Zweiten Weltkrieg aus Wilna und seine Mutter aus dem bombardierten Warschau nach Gdańsk geflüchtet. Also in Gdańsk waren sie fremd, so wie auch die Eltern von Paweł Hülle. Und daher erkundete Hvin als Kind die Stadt seiner Geburt. Und diese Stadt wurde für seine Eltern nie Heimat. Und er suchte nach dieser Heimat in der Stadt. Und das machen auch seine Erzähler sehr oft. So hat er auch viele Werke geschrieben, deren Handlung in Danzig spielt, in Gdańsk oder in Danzig, also Tod in Danzig, aus dem wir gestern eine Passage gehört haben. Er hat auch den Goldenen Pelikan geschrieben oder auch literarische Feuilletons, Stätten des Erinnerns, Gedächtnisbilder aus Mitteleuropa. Viele Werke wurden auch ins Deutsche übersetzt, obwohl nicht alle. Ich finde, es ist schade, dass der Roman Krótka Historia pewnego Żartu, also kurze Geschichte eines gewissen Scherzes, noch nicht ins Deutsche übersetzt worden ist. Das ist ein Buch aus dem Jahr, ich glaube, 1991. Und das ist ein wichtiges Buch, auch vielleicht für Deutsche, weil dieser Junge, der hier erzählt, er zeigt, er wächst im Nachkriegspolen auf natürlich, aber er beobachtet, wie eine Stadt stirbt, also diese deutsche Stadt, um der anderen Stadt platt zu machen. Und er findet unterschiedliche Spuren, sterbender oder bereits toter Staat, wie kleine Patronenspuren zum Beispiel. Aber auch, er sieht Friedhöfe, Häuser, Kirchen, Schulen, diese und die Frakturschrift und auch Gebrauchsgegenstände, wie Handtücher mit eingestickten Monogrammen, Streuer mit fremdklingenden Aufschriften, Salz, Pfeffer, Zucker. Das, was er bemerkt, ist, dass diese Gegenstände sich von den polnischen Nachkriegsgegenständen unterscheiden. Also sie sind ordentlich, massiv, stabil und praktisch und einfach schön. Und die polnischen Gegenstände, die gehen schnell entzwei irgendwie und sind unschön. Und das ist diese Bemerkung des Jungen. Wichtig sind für ihn in Fraktur geschriebene Inschriften. Und das sind, er nennt das so, das sind gute Buchstaben. Ja, auch in der Kirche kann man diese gute Buchstaben finden. Aber es gibt auch böse Buchstaben. Also als Kind, es gab in der Wohnung eine Renovierung und es stellte sich heraus, dass sich im Zimmer, in dem er schlief, unter der Tapete Ausschnitte aus nationalsozialistischen Zeitungen verbargen. Und das waren die gleichen Buchstaben. Und sie erzählten dem Erzähler von der Stadt seiner Geburt, seiner Kindheit, aber diesmal anders, als er bisher erfahren konnte. Mit Mühe erkannte er irgendwie die Orte auch, die er kannte, aber die er schon anders ausgesehen haben. Und er wollte einerseits, dass diese Spuren der Vergangenheit verschwinden, andererseits aber wollte er sie vor Vergessenheit bewahren. Zitat. Ich, was fühlte ich damals? Angst, Ekel, Abscheu oder eher einen merkwürdigen Wunsch, dass diese grässlichen Spuren von etwas, was fremd, schrecklich und feindlich war, trotzdem überleben würden.
an das Zuhause war, jetzt auch nicht so vertraut wie früher. Im Roman Tod in Danzig zeigt Finn auch, dass diese Bevölkerung in Gdańsk sehr differenziert war. Also dass das nicht immer Polen waren, sondern das waren Menschen unterschiedlicher Herkunft. Also es waren Menschen, auch Vertriebene aus Wilna, aus Lemberg, aus Warschau, aber auch Lemken. Und dass sie auch irgendwie unterschiedliche Geschichten hatten und unterschiedliche Identitäten. Außerdem sind auch natürlich in Gdańsk diese Deutschen zurückgeblieben, wie der Hannemann selbst. Und wir haben hier auch diese Kaschuben. Tod in Danzig, was hier noch wichtig ist, Finn zeigt, wie sich Straßennamen von einem Tag auf den anderen verändert haben oder dass die Straßennamen verändert wurden. Also Lessingstraße wurde zu Grudkera Straße, Jeschkenthaler Weg zu Jaśkowa Dolina und so weiter. Und der Erzähler beobachtet, Zitat, unser Unterricht über Mickiewicz, Kościuszko und Gałczyński fand in neugotischen dunklen Ziegelbauten aus der wilhelminischen Ära statt. Ehemals deutschen Gymnasien. Die Städte von früher mit ihren fremden Namen gab es nicht mehr. Aber es gab von ihnen ein Netz aus Straßen, Parks, Kanälen und Trambahnlinien übrig geblieben, die unsere Wege bestimmten. Also diese Entdeckung der Stadt als Palimpsest und diese Zeitschichten waren zu dieser Zeit noch sichtbar. Finn erinnert sich, und das nicht mehr und nicht nur seine Erzähler, sondern auch er, dass dieser Staat nach dem Krieg in den 50er Jahren einem Friedhof ähnelte. Und er machte sich Gedanken darüber, welche Fassade der Stadt eigentlich die wirkliche war. Und er stellte fest, nur alle zusammen bilden sie das Bild der Wirklichkeit. Und Zitat, unter dem Straßenpflaster der wirklichen Stadt eröffnete sich eine andere, die nicht mehr vorhanden war. Das Bild der Stadt als Palimpsest hat auch mein Verständnis von der Sprache der Literatur geprägt. Sehr früh merkte ich, dass das Wort verschiedene Schichten hat, so wie auch mein niedergebranntes Treuer des Nordens in verschiedenen Schichten erhalten war. Und im Roman Der goldene Pelikan wird diese Metamorphose nicht mehr so deutlich gezeigt, aber die Handlung spielt am Anfang des 21. Jahrhunderts. Man kann also diese Schichten der Vergangenheit nicht mehr so wirklich sehen, aber der Protagonist stößt im Kanal, also er geht in den Kanal einfach. Und er sieht einfach Abfall aus unterschiedlichen Epochen. Und das ist diese vergessene Geschichte der Stadt. Also einfach Müll. Und da sind leere Shampooflaschen, Ansichtskarten, kaiserliche Diplome mit dem deutschen Aufdruck Technischer Hochschule, vergilbte Flugblätter vom Dezember 1970, die zum Streik in der Werft aufrufen, von Albert Foster unterschriebene Bekanntmachungen, Formulare eines Geschäftsplans für das Jahr 2000. Und das alles wurde zum Müll und wieder einmal kann man das nicht wirklich sehen. Das hat keine Bedeutung mehr. Und hier leider wird so eine pessimistische These formuliert. Also irgendwie fragt der Erzähler und somit auch Stefan Finn, wie lange dieser Mythos Danzig Gdańsk noch überleben kann. Weil also Roland Barthes hat gesagt, dass es keine ewigen Mythen gibt. Und hier auch so eine pessimistische Aussage bei Stefan Finn. Also dass die Dinge anders als in Tod in Danzig keine magische Bedeutung mehr haben, sondern zu Müll geworden sind. Und ganz am Ende, zum Schluss, möchte ich noch ein Gedicht oder nicht ganz, aber zum Teil ein Gedicht von Günter Grass, Die Kleckerburg, lesen, die Sie vielleicht auch kennen.
Geboren wann, nun sag schon wo, das liegt nordöstlich, westlich von und nähert noch immer Fotografen. Das hieß mal so, heute heißt es so. Dort wohnten bis von dann an wohnten. Ich buchstabiere Wrzeszcz, hieß früher. Geboren wann und wo, warum? Das habe ich hin und her geschleppt. Buchecken, Bernstein, Brausepulver. Minutenzeige, Knöpfe, Münzen und Namen, die nur Namen sind. Elfriede Broschke, Simoneit, Buschnerus, Lusch und Heinz Stanowski, auch Chodowiecki, Schopenhauer, sind dort geboren. Wann, warum? Wie macht die Ostsee? Blub, piff, psch. Auf Deutsch, auf Polnisch. Blub, piff, psch. Doch als ich auf dem Volkesmüdern von Sonderbusen, Bundesbahn, gespeisten Flüchtlingstreffen in Hannover die Funktionäre fragte, hatten sie vergessen, wie die Ostsee macht und ließen den Atlantik rühren. Ich blieb beharrlich. Blub, piff, psch. Da schrien alle, schlag den Tod. Das ist die Ostsee nicht, das ist Verrat. Getauft, geimpft, gefirmt, geschult, gespielt habe ich mit Bombensplittern und aufgewachsen bin ich zwischen dem Heiligen Geist und Hitlers Bild. Im Ohr verblieben Schiffssirenen, gekappte Sätze, Schreie gegen den Wind, bankheile Glocken, Mündungsfeuer und etwas Ostsee. Blub, piff, psch. Ja, und das habe ich zum Schluss gelesen, weil ich mir denke, dass es einfach so schön ist, dass wir alle ja irgendwie immer in Erinnerung haben, dass diese Ostsee immer für alle das Gleiche sagt, irgendwie gleich rauscht. Ja, und das, das gefällt mir sehr bei Günter Grass. Auch vielen großen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank an Frau Dr. Wendt-Kaczorek für diesen, denke ich, nochmal ganz, ganz interessanten Vortrag zu Danzig und den drei Schriftstellern, die sich damit ganz explizit in ihren Werken auseinandergesetzt haben. Gibt es Fragen dazu? Vielleicht fangen wir mal mit Japan hin an. Könnten Sie vielleicht vorkommen? Danke. Ja. Danke für die sehr detaillierten Ausführungen. Sie haben über die Auseinandersetzung der deutschen und der polnischen Schriftsteller in der Stadt Danzig gesprochen. Für mich sind das eigentlich Strategien der Beheimatung und der Identitätssicherung von beiden Seiten. Aber die Frage ist das jetzt, was die Schriftsteller praktizieren, Ausdruck einer Rede, diese Aneignung der Geschichte einer Stadt, der Spurensicherung, oder findet dieser Weg auch, findet diese Strategie auch ihren Weg in die polnische, sagen wir, Mehrheitsgesellschaft? Aha. Ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass das ist möglich, dass die meisten Menschen vielleicht das nicht so sehen wollen und sich diese Geschichte nicht sehen wollen. Aber trotzdem und auch deswegen finde ich, dass es wichtig, was diese Schriftsteller machen. Also sie führen diesen Dialog. Herr Chwin hat gestern erzählt, dass er auch in Polen nicht immer so gemocht war. Deswegen, oder seine Frau hat in der Pause auch gesagt, dass sie als diese deutsche Option gesehen werden. Aber ich finde, das ist einfach die Aneignung der Stadt und dieses Einverständnis, dass diese Stadt einfach diese Geschichte hat und dass sie einfach nicht so, dass diese deutsche Geschichte irgendwie in dieser Stadt lebt. Und ja, das ist vielleicht gegen die Politik heute, aber trotzdem wichtig, denke ich, oder auch deswegen wichtig. Vielen Dank. Oh, dann
es noch andere Fragen? Matthias, du hast es auch. Ja, also das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. In die Ostsee können alle schwimmen gehen. Ne? Das stimmt. Ja. Ein bisschen idealistisch, aber. Darauf auch für alle, ja. Das ist schon das Schlusswort. Aber ich wollte eigentlich also eine Bemerkung und eine Frage. Die Bemerkung ist, dass Danzig eigentlich ein unglaubliches Glück hatte, dass es Günter Grass gegeben hat und dann jetzt die zwei polnischen Schriftsteller, die wirklich das Werk von Grass in meinen Augen fortsetzen, gerade wenn man Danzig mit den drei anderen Metropolen des deutschen Ostens vergleicht, mit Stettin, mit Breslau und mit Königsberg. Die hatten dieses Glück nicht. Also die drei Schriftsteller haben auf der deutschen Vergangenheit Danzigs ein bleibendes Denkmal gesetzt. Das ist meine Merkung dazu. Und die Frage ist, also ich habe Weiser Davidek gelesen und ich fand es eher, es ist eine Fortsetzung von Katz und Maus. Also nicht, Sie haben gesagt, es ist eine Antwort auf Katz und Maus. Und das würde mich interessieren, wie Sie das meinen. Ja, also eine Fortsetzung, ja, in dieser Bedeutung, dass Pavel Höller zeigt, dass diese Geschichte kontinuiert wird. Und auch in diesem Sinne eine Antwort, dass wenn es um diese Struktur geht, es gibt so Ähnlichkeiten. Also zum Beispiel in Katz und Maus kehrt Pielens in die Stadt zurück und erzählt von dem Freund, der verschwunden ist. Ja, und hier haben wir eigentlich das Gleiche. Es sind diese Intertextualitäten in dieser Bedeutung. Ist das die Antwort? Aber natürlich Fortsetzung, ja. Gibt es andere Fragen noch? Ich sehe jetzt keine, dann würde ich noch eine stellen. Ich finde diesen Begriff oder vielleicht auch diese Metapher des Palimpsest immer sehr, sehr schön. Ich kenne das auch aus der Geschichte. Also das ist auch ein Begriff, mit dem Staatshistoriker und Historikerinnen arbeiten. Und Sie sagten, dass, ich glaube, das war Stefan Hwiel, der den Begriff auch verwendet. Also verwendet er den auch wirklich so? Schreibt er den auch? Er verwendet diesen Begriff in Städten des Erinnerns, wo er erklärt eigentlich auch, wie er diese Texte geschrieben hat, also diese Romane, also kurze Geschichte eines gewissen Scherzes und Hannemann, was für ihn hier wichtig war, dass diese Zeitschichten, also er hat in seinen Feuilletons tatsächlich erklärt, dass er diese Schichten der Stadt gesehen hat, weil er 1949 geboren wurde und die Stadt bis in die 70er Jahre noch nicht ganz neu gebaut wurde. Also er konnte tatsächlich zum Beispiel Friedhöfe sehen, die man heute nicht sieht, und viele Spuren. Ja, und er nannte das tatsächlich so, also Palimpsest. Okay, danke. Ich komme mal hier runter, ich sehe jetzt keine Fragen, vielleicht eine ganz kurze, allerletzte Frage von mir. Sie haben auch immer diesen Dialog der Bücher angesprochen. Hat es eigentlich auch einen Dialog oder einen Trilog zwischen diesen drei Schriftstellern gegeben? Nee, so direkt nicht. Nur, also Günter Grass hat das mit Pavel Höller hat irgendwie diese Fortsetzung und der Antwort auf Katz und Maus geschrieben. Und das hat er so genannt, also Dialog zwischen Büchern. Aber dann hat Stefan Hwiel nicht darauf reagiert. Und Günter Grass hat darauf auch nicht reagiert. Also ich habe Günter Grass auch persönlich erlebt. Und ich habe ihn in danach gefragt, ob er auf diese polnischen Bücher auch irgendwie geantwortet hat. Er hat gesagt, er kennt diese Bücher, er hat sie gelesen, er kennt auch persönlich die Schriftsteller natürlich, aber geantwortet hat er nicht. Ja, nicht. Okay, vielen Dank. Dann würde ich Ihnen auch für den letzten Vortrag unserer Tagung ganz herzlich danken. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie bereit waren, uns hier einen Einblick in Erinnerungsbildung von Danzig zu geben. Vielen Dank. Und damit sind wir jetzt zum offiziellen oder fast offiziellen Ende unserer Tagung gelangt. Wir werden uns noch auf einen Stadtrundgang begeben, zumindest diejenigen, die in Präsenz dabei sind. Und ich denke, ich möchte mich auch noch mal ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, also bei allen Teilnehmern, Teilnehmerinnen, bei allen Referenten, Referentinnen, die entweder in Präsenz hier waren oder auch online zugeschaltet waren.
Dann natürlich ein ganz, ganz großer Dank an das Kollegium Polonicum, an die Europa-Universität Viatrina, an die Karl-Dedizius-Stiftung, insbesondere an Frau Dr. Czachowska, dann natürlich auch an das Karl-Dedizius-Archiv, Frau Dr. Bockmann und natürlich auch noch Frau Bielewitsch-Polakowska, die auch viel organisiert hat und viel geholfen hat, dass wir das überhaupt heute oder die letzten Tage so stattfinden lassen konnten. Also da waren wirklich auch ganz, ganz viele E-Mail-Korrespondenzen unterwegs und in diesem Sinne auch noch meinen allerherzlichsten Dank dafür, dass wir das so gut gestalten konnten und natürlich auch an meinen Kollegen Matthias Lempert, der gestern so schön gedolmetscht hat, an die Kulturstiftung, die das Thema, das ich vor einem Jahr eingebracht habe, auch durchgeführt hat und natürlich auch an Thomas Schranisek, der im Hintergrund sitzt und die Technik bedient hat. Danke. So. Ja, die Frau Dr. Beger hat eigentlich alle meine Worte schon vorweggenommen. Auch in meiner Seite her nochmal ganz herzlichen Dank an die tolle Zusammenarbeit auch hier mit dem Kollegium Polonicum, aber auch ganz herzlichen Dank natürlich an das Karl-Dedizius-Archiv, das wir ja gestern besuchen durften auch, und auch an die Karl-Dedizius-Stiftung. Ich möchte aber auch an dieser Stelle dem Bundesinnenministerium danken, die diese verständigungspolitische Maßnahme, diese Tagung unterstützt hat. Und wir haben ja unsere Tagung unter den Oberbegriff gesetzt, Verstehen und Verständigung. Und ich denke, diese drei Tage haben uns zum einen die Bedeutung der Übersetzung und auch die Bedeutung Karl-Dedizius näher gebracht. Sie haben uns aber auch gezeigt, wie sehr aus dem Verstehen Verständigung erwächst und wie wichtig doch diese grenzüberschreitende wissenschaftliche Zusammenarbeit doch ist. Wir haben gestern ein schönes Zitat gehört, und zwar: Nur weil du Recht hast, heißt das noch lange nicht, dass ich Unrecht habe. Du betrachtest das Leben bloß nicht aus meiner Perspektive. Und ich glaube, diese Worte sollte man vielleicht alle mit auf den Weg nehmen, denn diese Worte sagen doch sehr, sehr viel aus. Und sie sagen auch diese Perspektive, sie erschließt sich eben gerade durch die Literaturwissenschaft. Die Perspektive des anderen sehen und dadurch sich verstehen, sich miteinander verständigen. In diesem Sinne hoffe ich auch weiter auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Kollegium Polyronicum, mit den jungen und älteren Wissenschaftlern, die wir heute und gestern und auch am ersten Tag kennenlernen durften. Und würde mich persönlich sehr freuen, Sie auch auf einer weiteren Tagung der Unterstiftung der Deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und Forschung, so Ihr vollständiger Name, begrüßen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank und jetzt Ihnen hier nun einen schönen Spaziergang auf den Spuren Karl-Dedizius durch Frankfurt-Oder und den Zuschauern zu Hause. Bleiben Sie weiterhin gesund.